Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Wir spielen heute gegen Arminia Bielefeld und sind jetzt gespannt. Einfach so sind wir gespannt. Ja. Also das mit den Freistößen kriege ich hier nicht hin. Da bin ich zu doof. So, KSC gegen Arminia Bielefeld im Unionparkstadion. Wir sind im Moment Platz 1 mit 69 Punkten. Und mir hat jetzt letztens schon jemand gratuliert zum Direktaufstieg. Ich weiß gar nicht, inzwischen gar nicht mehr, in welchem Spieltag wir sind. Und wie viel noch sozusagen vor uns liegt. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Ah. Ja, habe ich wieder. Sehr schön. Park. Ah, Jabo, schade. Sehr schön. War trotzdem gar nicht mal so schlecht. Ja, war eingespeichert leider. Ich wollte ihm sagen, schick mich. Mein Fehler, darum habe ich den weggepasst. Mandy! Jo. Jo. Bei außen Alibas. Probier's doch mal irgendwie direkt. 50 Wege immer an den Gegner geworfen, ich verstehe es nicht. Jo, da hast du den Ball. Ja! Sehr schön. Sauber. Jetzt habe ich ihn extra noch die Anweisung gegeben. Schieß doch endlich, schieß doch endlich. Und 1:0 für uns. Juhu! Wunderbärchen. Oh, schade. Fiese? War das ein fieser Gegner? Oder wie heißt das? Ich kann den Namen nicht so schnell sehen irgendwie. Oh, das war aber richtig, richtig knapp. Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter da richtig gelegen hat. Aber naja, gut für uns, ne? Warum nicht? Oh, Alibas. Ja, scheiße, wir stehen uns hier alle im Weg. Oh! Ah, schade, dass ich das mit dem Kopfball da nicht reingekriegt habe. Perfekt mir zugespielt. Und dann, pong. Ja, da fehlt es ein bisschen an Genauigkeit. Zack. Zack, zacki. Okay. Oh. Der ging ja ganz schlecht. Also meine Flanke, die muss ich nochmal üben. Da brauche ich ein bisschen mehr Skill wahrscheinlich. Die war nicht gut. Ja, ran. Oh, zack. Oh yeah, Alibas. War ich im Abseits? Oh. Mist. 1:0 immer noch. Meine Energie geht wieder zu Neige, weil ich so viel laufe. Auf da gehen. Schönfeld. Für uns. Wie auch immer wir das hinbekommen haben. Ja. Ballverlust. Also im Moment ist ein bisschen der Wurm drin. In unserem Abspielverhalten. Aber das kriegen wir alles geregelt. Ah, schade. Da kam er noch dazwischen. Extra weitergeleitet, damit ich nicht ganz so ego da bin immer. Oh, verdammt, den Pfosten. Oh, sehr gut. Sehr gut. Alibas.
Ja, und da wusste er überhaupt nicht, was er machen soll, ne? Zack. Schade. Ah, Mann, ey, so viele Chancen, die wir hier nicht genutzt haben. Und da ist die Chance schon wieder vorbei für Arminia Bielefeld. Jo. Freistoß. Okay. Ah, da ist ja gar keiner. Ah, ich glaube, ich darf nie wieder einen Freistoß schießen. Obacht. Ja. Mhm. Ich frage mich, warum meine Note sich verbessert, wenn ich hier herumlaufe. Ist das dann die positionsgebundene Note oder so, dass ich da immer zur richtigen Zeit an meinen Ort sozusagen war, am richtigen Ort? Weiß es nicht so genau. Okay. War leider nichts, ne? War leider nichts. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Hm? Apia. Oh, sehr schön. Gut abgenommen den Ball. Gordon jetzt da dran. Auf Otaldo. Alibas. Ah. Ja, Ball berührt und schon 20 Kilometer pro Stunde langsamer. Das war ein Mist. Boah, faul. Er ist in ihn reingesprungen. Das kann doch nicht hier irgendwie... Das gibt's ja nicht. Ja, Randa, kommt. Oh, oh. Abseits. Hab ich nicht gesehen. Ja, ja. Minimal, echt minimal. Die sehen hier echt immer die ganzen Dinger. Da wundert man sich, wie die das sehen können. Aber, ja, ist halt so, ne? Ja, komm, lauf. Oh. Gerade den Ball angenommen und schon den Ballverlust. Oh, Mandy! Oh, Mandy. Ich kenne den Text nicht. Ja. Na, da läuft er doch genau. Ich bin genauso gegen ihn gelaufen wie vorhin der andere gegen unseren Mann. Genauso sah es auch aus. Und da haben die den Ball gehabt. Also, da haben die den Ball dann bekommen. Toll. Ich kriege dafür Gelb und die dürfen das. Okay, verstehe. Haut die Pille weg. Ja. Mäh nochmal die halbe Mannschaft um. Ja, nö. Da gibt's ja nichts. Das darf man ja, selbstverständlich. Die Mannschaft ummähen. Zwei Stück sind da weggeflogen. Also, echt. Manchmal sind Entscheidungen da echt merkwürdig. Da wundert man sich. Egal. 1-0 hier für uns, zu Hause. Wie heißt das Stadion nochmal von Karlsruhe SC? Irgendwie komme ich da gerade nicht mehr drauf. Unionparkstadion, ist das richtig? Klingt irgendwie nicht so nach Karlsruhe. Unionparkstadion. Hm. Na denn? Okay, Anstoß. Ob das Phänomen heute wieder auftritt, sobald ich simuliere, dass wir dann verlieren, 80-0. Gewonnene Kopfballduelle. Der Gegner stand einfach nur neben mir. Das war kein Kopfballduell. Egal. Körperlich 40%. Haben wir irgendwas dafür bekommen? Da steht da irgendwas mit einer Belohnung? Okay. Jabo, makes me lose my mind. Ah, dieser Fehlpass. Mist.
Da stand Alibastor. Och Mann, ey. Er war richtig gut und dann spiele ich ihn irgendwie gegen seinen Lauf. Aber so, dass er eben da den nicht kriegt. Verdammt. Arminia, Bohrmeister. Mhm. Oh, ich bin gleich raus. Ah! Hau den Spacken um. Okay, da wird gewechselt jetzt. Ich muss irgendwie gleich gucken, dass ich rechtzeitig noch rauskomme, weil wieder so unfit. Haas für Peitz. Oh! Schade, sehr gut. Da kam der Ball sogar noch bei ihm an. Na, ganz knappe Geschichte. Ganz, ganz knapp. Also, Freunde, 8,6. Damit kann ich gut leben. Nur das ist in Ordnung. Jo, 8,7. Nur weil ich hier herumstehe. Irgendwie, ich verstehe das nicht, das Prinzip. Was? Verliert den Ball. Im 1 gegen 1. Holt sich den Ball wieder zurück. Sehr schön. Und verliert dann den Ball. Er wird gewechselt. Mann. So gut bin ich nicht mehr in Form, ne? Bin gerade sehr, sehr unfrisch. Zack. Bong. Ich frag mich, ob das Spiel nochmal gegen Bayern war. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin, ne? Wartet er so lange, bis ihn einer den Ball abnimmt. Ach man, Jabo. Wie kann man denn da so lange warten? Du hättest doch schon fünfmal raufschießen können. Oh, kam er nicht durch. Schade. Flanke war okay. Hätte besser sein können. Aber dann hat er da gar keine Chance gegen zwei. Okay. Eine Zerrung, wie immer in diesem Spiel. Jawohl. Ich tanze noch mal eine Runde. Verletzt. Yeah! Wir freuen uns. Und dann mache ich gleich den Salto. Sehr gut. Schade, dass man sich nicht sieht. Erfolg schon zum Salto anziehen. Alles gebrochen. 22 Minuten. Wir machen den Test mal wieder. 22 Minuten. Schafft es Arminia Bielefeld innerhalb von 22 Minuten, das Spiel zu drehen? Ich sage ja. Dim, dim, di, 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 di. Nee, wow. Das ist ja mal krass. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ist ja richtig gut. Wir haben mal gewonnen. So, die Begegnungen wurden absolviert. Tore 5, okay. Ja. Wahrscheinlich werden die Anforderungen bald irgendwie viel schlimmer, wenn man nachher, keine Ahnung, bei Barcelona ist. Ich möchte, dass du hier 20 Tore erzielst. Was? Wie soll ich das denn machen? Und durchschnittlich 9,8. Ja, das nächste Spiel ist gegen... hab schon wieder vergessen, das war hier gegen... Erzgebirge Aue oder so, ne? Jo, gegen Aue. Nochmal ganz kurz geguckt, haben wir irgendwas Neues jetzt gekriegt, dadurch, dass wir... Irgendwie... Stutzenlänge, tralala. Zweite Luft. Außenrissschuss. Dribbling. Fallrückzieher. Das kann ich anmachen, aber was muss dafür aus? Weiter Einwurf, zweite Luft. Nö.
Die haben wir jetzt an. Ja, Fallrückzieher. Wunderbar. Juhu. Sehr gut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder gegen Arminia Bielefeld, hätte ich fast gesagt. Nein, Erzgebirge Aue. Also, macht's gut. Bis später. Tschüss.